Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frostpunk 2. Ich bin Mr. Cutter 4, let's play in das Kaninchen. Und es läuft bisher gut. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber es läuft bisher gut. Wir haben in Neu-London alle Sachen gut versorgt. Es fehlt Material, aber da bauen wir das hier gerade. Damit ist auch diese Versorgung gelöst. Und was ist los? Erschöpfte Vorräte. Oberhaupt, die Materialienvorräte des Captains sind ausgegangen. Nach so vielen Jahren werden unsere Ressourcen in der Grube knapp. Die momentane Produktion wird einen Teil des Bedarfs decken, aber die Probleme werden mit der Zeit nur größer. Wir müssen neue Vorkommen finden, sonst wird die Stadt leiden. Und somit auch wir. Erweitere bestehende oder richte neue... Ach so, weil das hier leer war, ne? Ja, wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht hier wirklich, Backup aufbauen. Das ist das nächste Problem, weil hier werden hier einige auslaufen. Das heißt, da müssen wir arbeiten. Ist in Arbeit, aber wir haben auch jetzt noch die alte Dreadnought als Baugebiet und hier bauen wir ebenfalls fleißig unsere Ölproduktion aus. Und das würde ich doch jetzt gerne tun. Das kann. Ach, da warten wir auf die Arbeitskräfte. Die kommen hier in weniger als einer Woche. Sehr schön. In weniger als einer Woche sind die 9 Bewohner hier, die brauchen dann natürlich noch Wohnraum, das können wir gleich mal bauen. Pass auf, wir bauen hier unten den Wohnraum aus. Wir können leider, oder? Können wir? Ich könnte hier dran bauen, dann würden wir diese Wärme mitnehmen, das wären 20 Wärme von hier. Das können wir machen, können wir zwei, können wir noch eins dann daneben bauen. Weil hier hinten können wir auch noch welche hinbauen. Nahrung wird nochmal eine Sache, die können wir hier nicht produzieren, die müssen wir von Neu-London rüberschiffen, aber wir haben auch zu wenig Öl. Dafür holen wir aber gerade Leute. Wenn die gleich da sind, in 4 Tagen sind die Leute da. Na, dann kommen wir, beschleunigen wir mal einen Zacken. Die haben denn kurz keine Wohnung, das ist aber okay. So, da ist er. Und ich könnte jetzt... Was passiert, wenn ich so mache? Ah, das zählt nicht. Okay. Ich hatte nämlich gehofft, dass wenn ich das verteilen kann auf mehrere Wohnbezirke. Aber es zählt. Heißt natürlich, es zählt natürlich jeder Wohnbezirk für sich. Na, das ist, macht schon Sinn, aber. Das ist natürlich dann hier wärmemäßig ein bisschen blöd. Vielleicht können wir hier einen... Warte, vielleicht können wir hier ein so ein Wärmezentrum hinbauen. Mal gucken. Die haben jetzt hier einen ordentlichen Grundbedarf. Das hier ebenfalls. Ich finde, das klingt nach einem Wärmezentrum hier dann. Wir müssen auch mehr Waren transportieren. So. Sehr schön. Gut, das Problem haben wir hier gleich wieder gelöst. Wie sieht's hier aus? Ja, nun... Wohnraum? Warum haben wir Wohnraum zu wenig? Warte mal, was? Das können wir doch aber leicht lösen hier. Dachte ich, dass wir das Problem Wohnraum mal leicht lösen können. Aber dem ist nicht so. Dafür fehlen mir Fertigbauteile. Hier unten, wie sieht's hier aus? Ja, wir können theoretisch... Oh Gott, hier ist richtig Wärmebedarf. Wie sieht's bei denen aus? Da unten können wir vielleicht auch nochmal gucken, dass wir hier den Wärmebedarf ein bisschen einengen, indem wir ein Wärmezentrum dorthin bauen. Aber jetzt bauen wir hier erstmal ein... Ach nee, bauen wir nicht. Und wenn ich das hier hinbaue... Ist... Dieses Zentrum betroffen. Das Nahrungsmittelzentrum auch. Dafür aber dieses Nahrungsmittelzentrum nicht extra. Dann machen wir lieber so, dann kann ich das nämlich noch erweitern. Wenn ich das nicht so sehr brauche. Machen Sie es erstmal so. Immer noch mehr. Hier, den haben wir, dieses Wärmezentrum. Das sorgt halt hier für richtig viel Einsparungen. Und jetzt haben wir zu wenig Kohle. Aber wir haben Reserven.
um einiges an Reserven. Das geht gleich alles alle. Das ist ein Problem, dass das ja gleich alles alle geht. Da müssen wir mal gucken. Da ist ein... Ne, da nicht. Wo hatten wir denn noch... Hatten wir nicht noch irgendwo einen... Ne, wir haben nur noch die hier. Das ist ja doof. Fertigbauteile. Oh. So. Fertigbauteile da oben können wir immer gebrauchen. Und dann bauen wir jetzt hier unten nochmal hin, damit wir an diese Materialien kommen. Wir müssen aber definitiv... Was ist hier? Oberflächennahe Eisenader? Bitte geben Sie. Millionen ist eine ganze Weile. Wir können das nächste Gesetz verabschieden. Und wir sind mit den Gesetzen eigentlich schon ziemlich durch. Wir haben hier Speertraining. Das, ich bin halt immer noch dafür, dass wir das hier irgendwie durchkriegen. Wir können das ja nochmal vorschlagen. Wir sind akzeptiert. Ich mache einfach, wir stimmen. Das ist so ein bisschen auch so die Demokratie. Wir stimmen so lange ab, bis uns das Ergebnis gefällt, ne? Sehr schön, zu dem Thema. Guck mal, jetzt haben Sie verstanden, wir müssen das. Ein neues Gesetz und Anpassung. Das ist die Pilger sind jetzt nochmal einen Zacken größer geworden. Die haben wir jetzt hier schon bei wohlgesonnen. Und ihr seid auch wohlgesonnen. Da könnten wir, warte mal, nee, Mittel auftreiben. Da wäre halt schon richtig viel. Aber da würden sich natürlich die Beziehungen deutlich verschlechtern. Und Wärmemarken für Forschung wäre das halt natürlich ein Ding. Unsere Spieler müssen stark und unterschiedlich bleiben. Und das ist auch wichtig, weil wir zum einen natürlich noch diese Gebäude bauen müssen. Hier, wir müssen noch das Hauptquartier des Überlebenskünstlers bauen. Da fehlen uns Marken. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass hier viele der Regionen einfach wirklich gefährlich sind. Was ist jetzt hier mit Luftwegebau? Kostet 10 Frostland-Teams. 50 Wärmemarken, 20 Fertigbauteile pro Routenabschnitt. Ermöglicht Handelsrouten ein mit den Transporten 600 Einheiten mit jeder beliebigen Ressource. Oh, das wird auf jeden Fall wichtig, wenn wir hier die alte Dreadnought richtig anschließen wollen. Den Fisch brauchen wir noch nicht so schnell. Vertriebene. Ne, wir brauchen gerade hier, das müssten wir auch noch. Aber da brauchen wir, müssen wir Öl nutzen. Und dann müssen wir hier diese, kann ich, oder wir fehlen uns die Leute. Da fehlen uns die Leute. Die Leute, die Leute. Haben wir jetzt schon genügend für so ein Zentrum? Nein, natürlich noch nicht. Ach ja, wir haben kein Geld. Woher kommen die ganzen Leute? Wieso steigen die Leute an? Wieso schwankt das? Womit hängt das zusammen, dass hier diese Schwankungen sind? Ha! Aber wir haben eine wärmere Jahreszeit, der Wärmebedarf sinkt. Das bedeutet, zum einen können wir hier noch weiter die Produktion runterdrehen. Und warte mal, wir machen nicht dich an, sondern dich hier. So. Ich könnte auch beide leicht anmachen. Aber es macht keinen Unterschied, welche ich beide leicht anmache oder nur einen, ne? Dann mache ich aber lieber dich, glaube ich, an, weil du bist isolierter. Ne, jetzt beide gleich schlecht isoliert. 600. Oh, du bist fast leer. Ne, dann nehmen wir dich. Gut. Das haben wir. Dann haben wir die Problematik gelöst. Warum kriege ich jetzt mehr Nahrung? I don't get it. Aber wir müssen eh unsere Nahrungskapseln voll kriegen. Kann ich, nur mal so, könnte ich theoretisch den hier deaktivieren? Weil das kostet auch Ressourcen. Und wir haben momentan wenig Wärmebedarf, weil die hier alle gut isoliert sind durch die Dicht-an-Dicht-Bebauung. Please exercise caution, even in quarantine.
So, jetzt wollte ich hier mal ein Hauptquartier bauen. So, dann haben wir mehrere Dinge. Wir haben die Forschung freigeschaltet. Ich mach das mal, glaube ich. Wollen wir mal, wir gucken mal, wie das ist. Wir treiben mal Mittel auf. Mal gucken, wie dolle die davon... Nee, machen wir nicht. Im Frostland haben wir jetzt aber ein neues Gebiet freigedeckt. Hier unten, schau mal einer, guck. Kann ich einmal ganz kurz hier eine Verbindung bauen? Kostet mich 100 Wärmemarken. Okay. Das kostet mich immer 100 Wärmemarken, ne? Egal. So, was haben wir hier unten noch Neues? Wir haben einmal den imperialen Frachter, das alte Weltreich. Das Wrack eines mächtigen Frachters mit den Farben des alten Reiches, des alten Weltreichs. Wir sehen kein anderes Wrack, das wie dieses von der Küste wegzeigt und nicht zu ihr hin. Es scheint mit einem anderen Schiff zusammengestoßen zu sein und ist halb gesunken. Glücklicherweise ist es noch genug über die Oberfläche, dass wir es zerlegen können. Oh, wow, Materialien. Das finde ich spannend. Können wir direkt nach da? Ne, können wir nicht. Nein, ich komme ja nicht hier rüber, ne? Ich komme nicht über den Berghang hier. So, das sind 125, damit ich hier diesen Berg kann. Kann ich auch einfach hier rumgehen? Ne, dafür habe ich dieses Feld nicht erforscht, ne? Unwegsames Territorium sicher. Das ist vielleicht auch wichtig. Wir kriegen gleich noch mehr, deswegen können wir die gleich mal schicken, glaube ich. Aber das ist schon super. Und was haben wir hier noch? Die Royal Navy. Wir haben ein umgekipptes, in einem Eisblock eingeschlossenes Schiffswrack gefunden. Hinten auf der Steuerbordseite steht kaum noch lesbar HMS Atalanta. Atalanta. Hochmastsegelschiff heißt das, glaube ich. Wir haben es nicht geschafft, hineinzugelangen. Aber wir haben ein aufgerissenes Loch gefunden, das in den Maschinenraum führt. Außer Kohle haben wir nichts darin gefunden. Unser Speer ist der Ort suspekt. Unsere Kompasse spielen verrückt, wenn man sich dem Wrack nähert. Da kommen wir später wieder. Das klingt spannend. Hier 20, 25, 25. Also jetzt brauchen wir überall mehr Leute. Ja, hier brauchen wir überall. Aber wenn ihr mal schaut, das sind hier jetzt Dinge, die jetzt schon als sicher gelten. Und ich glaube, das war nicht immer so. Ich glaube, das hier war tödlich. Die Berge waren vorher tödlich. Okay, wir brauchen einiges. Ach komm, wir machen es jetzt doch. Wir treiben jetzt mal Mittel auf. Das war okay. Sie vertrauen darauf, dass es Obert weise damit umgeht. Das tun wir. Wir gehen damit sehr weise um, denn wir bauen jetzt eine... Luftschiffstrecke. Und das hier, Pfade verbinden, kostet auch 10 Teams. Okay. Und wir können eine größere Forschung starten. Wir haben... richtig Geld. Wir haben richtig Geld. Wir könnten Tiefen pumpen. Das bringt uns... Nee, wir müssen eigentlich... Warte mal, bei Ressourcen. Wir brauchen diese... Tiefenbohrteile. Ist das nicht Ressourcen? Doch hier hinten, sie muss zum Sägewerk. Okay, Sägewerk, wir erforschen ein Sägewerk. Und zwar, wir hatten schon gesagt, wir erforschen das Naturholzsägewerk, auch wenn die Krankheit leicht steigt. Aber... Oder? Ja, weil der Wärme... Aber mit dem Wärmebedarf können wir eigentlich... Aber ich weiß ja nicht... Wenn die produzieren halt viel mehr Produktion. Also viel mehr Materialien. Elend steigt leicht, was wir aber mit Material kompensieren können.
Der Wärmebedarf ist halt ein ganz krasser Unterschied und wir können den auch nur bedingt ausgleichen. Wir müssen halt dieses Wärmezentrum dann bauen. Was auch wieder Material kostet. Ja. Und die Krankheit steigt gleich an. Oh, ich bin unentschlossen. Ach, das ist eine schwierige Entscheidung. Das ist echt eine schwierige Entscheidung. Ich meine, auf der anderen Seite tun wir dann auch mal wieder was für den New Londoner. Oder? Warte, warte, warte. Wir haben beim letzten Mal erfahren, dass es Synergien gibt. Inwieweit könnte das eine Synergie sein? Also, das ist ein Punkt. Und zwar, das letzte Mal hatten wir nämlich bei den Gewächshäusern eine Synergie entdeckt. Und zwar den Bioabfallgewächshaus. Hier werden organische Abfälle in großen Fässern fermentiert. Und ich überlege gerade, ob nicht das hier in dem. Nein, warte. Da wollte ich hin. Hier, in dem nutzbare Materialien von Abfallprodukten getrennt werden, nicht ebenfalls wieder fördert. Das hier könnte Abfall produzieren, organischen Abfall, der für die Gewächshäuser genutzt werden könnte. So ist meine Theorie. Ich weiß noch nicht genau, wie diese Synergien funktionieren. Das können wir damit mal testen. Und damit gehen wir dann auch in die Richtung, dass wir die, hupsala, die, ach ja, das leere Krankenhaus, das müssen wir auch bauen. Gilt das nur für den? Das gilt grundsätzlich, ne? Ich muss hier mal ein bisschen freien Platz schaffen. Will ich da Platz schaffen? Ja, wieso nicht? Und da müssen wir auch noch Platz schaffen, dass wir hier. Wobei, da kommen wir dran. Da kommen wir dran. Hier könnten wir gucken, dass wir vielleicht noch ein Industriegebiet dran klatschen, dass die sich gegenseitig wieder schützen. Und hier wollte ich so ein Zentrum, aber es könnten, das wollte ich jetzt eher hier hinbauen, weil hier haben wir wieder jetzt ein endloses. Hier ist doch irgendwo so ein endloses Vorkommen, oder? Ist hier nicht irgendwo ein endloses Vorkommen? Hier. Ja. Das heißt, da müssten wir so ein. Wie ist das wärmemäßig? Oh, das geht wärmemäßig. Hier so ein. Das hinbauen. Das würde 10%. Das ist halt 60. 120. 120 dafür. Ruhig. 120. Aber ich brauche 100. Ich kriege halt Vorratskapazität. Ich glaube, das wäre vielleicht noch so ein maximal so ein Punkt, dass wir auch hier in diese Richtung Nahrung packen könnten. Da müssen wir aber eher gucken, dass wir das da, dass wir mal auch vielleicht. Oh, da müssen wir auch mal hier in so eine endlose fruchtbare Erde langsam angehen. Und dann müssen wir da sowas hinbauen. Was möchtet ihr denn? Faye Hutchinson, 28, Dichterin, macht einen Morgenspaziergang. Veränderungen liegen in der Luft. Ich kann sie riechen. Sie hängen über dem Ratssaal, legen sich zwischen die Seiten eines Buchs, steigen empor, wenn Kinder durch den pulverigen Schnee laufen. Wir haben uns zwar nur wenige Schritte von unseren alten Traditionen entfernt, doch jede große Veränderung beginnt mit dem ersten Schritt. Ich bin so gespannt, was die Stadt tun wird. Was das Oberhaupt tun wird. Die Stadt hat Schritte in Richtung Grundsteins Vernunft unternommen. Oh, wir sind ganz schön krass bei Anpassung. Hier, da müssen wir jetzt mal. Wir haben nämlich. Also der Förderbetrieb. Arbeitskräfte. Aber das hier ist ja gleich alle. Haben wir das aus? Die sind bald.
alle hier? So, und ist hier das Krankenhaus fertig gebaut? Fantastisch. Kostet Wärme? Hm. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, das hätte ich dann doch vielleicht eher hier unten hinbauen sollen, wo ich diesen... Aber hier haben wir eh auch ein Wärme überall... Ach, hier, das wäre zum Beispiel ein Punkt. Wo man hätte Wärme sparen können. Aber das macht nichts. Das passt schon. Wir haben jetzt hier entsprechend, dass es deutlich seltener krank ist. Die große Frage ist, gilt das jetzt nur für dieses Gebiet? Ja. Oh. Oh. Warum hast du so viel... Achso, wegen dem Wohnkomplex. Das ist wichtig. Das ist eine ganz wichtige Info. Was möchtet ihr? Bevölkerungsgewachsen ist okay. Das ist eine ganz wichtige Info, denn das bedeutet jetzt zum Beispiel, dass ich dich hier auf jeden Fall expandieren werde, um... Was? Achso. Um... Was sind das? Zwei Gebiete? Das sind zwei Gebiete, ne? Ja. Weiß nicht, warum das dann nicht geht. Um drei, weil wir dann hier einen neuen Wohnkomplex hinbauen können. Und ich möchte dich hier auch erweitern, damit wir hier ein Krankenhaus... Oh, kann ich noch nicht. Damit wir dort ein Krankenhaus hinbauen können. Denn dann kann ich, wenn die beiden Wohn- und Krankenhauskomplexe sind, dort mehr Leute, die reinpassen und von der Krankheit ein bisschen geschützt sind. Forschen wir? Ich darf hier forschen. So, wir brauchen hier mal diese... Ist ja blöd, dass das nur dieses eine Gebiet hier umfasst, ne? So. Jetzt können wir hier den Förderbetrieb für die Fertigteile mit angehen. Das zählt jetzt aber nur für den... Für das Kohlebergwerk, nicht für die... Für den Förderbetrieb, ne? Hm, naja, ist egal. Kriegen wir auch nicht anders hin. Müssen wir maximal erweitern. Bedeutet aber, dass wir dich hier aktivieren und nicht den anderen. Wir stellen dich runter und dich stellen wir hoch. Weil dieser Wärmebedarf gleich gedeckt sein wird. So, hier wird jetzt fleißig... Material gefördert. Und da würde sich jetzt natürlich auch lohnen, in diesen Bauplatz so ein Wiedergewinnungsfabrik reinzupacken, weil das Fertigbauteile und Waren produziert, oder? Ja. Dann würde das produziert das halt auch Fertigbauteile gleich mit. Also das ist so ein Rundumschlag mit einem Mal, der hier ist. Nein, da bauen wir das, was gleich gebaut wird, das mechanisierte Sägewerk, das bauen wir da gleich rein. So, du bist erweitert, sehr schön, jetzt haben wir da einen weiteren leeren Platz. Da kommt gleich so ein Haus hin und hier haben wir ebenfalls, ach nee, hier musste ich noch erweitern, das müssen wir noch machen. Du bist hier schon angeschlossen, ne? Warte mal, was bist, gegen was bist du angeschlossen? Wohnbezirk und Wohnbezirk. Bedeutet, wenn ich dich, kriege ich dich vielleicht erweitert, dass du... Nee, den kriege ich nicht direkt bis darüber. Oh, warte, halt, stopp, das wollte ich nicht. Ah! Und wenn ich da noch einen hinbaue, dann würden wir das da schon ankoppeln, aber das wird bald abgerissen. Ja, trotzdem, machen wir mal. Londoner, Neulondoner unterbrechen einen Vorschlag fürs Gebäude. Und zwar ein mechanisiertes Sägewerk. Riesiges Sägewerk, das gefrorenes Holz direkt in Mulchmaschinen einfüllt. Und das kann ich nicht dahin bauen? Warum nicht? Warum kann ich das da nicht hinbauen? Aber da ist kein... Ich könnte es hier unten. Bauen wir das nach hier.
Was möchtet ihr? Kriminalität in der Stadt. Die Kriminalität in Neu-London nimmt weiter zu. Warenknappheit kann Menschen zu Verbrechen treiben, da sie sich nur so die notwendigen Dinge beschaffen können. Wir müssen für genügend Waren sorgen, damit keine Anarchie ausbricht. Falls doch, könnten Wachtürme und Gefängnisse nötig werden. Außerdem sollten wir prüfen, ob unsere Gesetze bei der Kriminalitätsbekämpfung helfen. Mehr Menschen können auch mehr Probleme bedeuten. Gerät die Kriminalität außer Kontrolle, könnten Menschen verletzt oder getötet werden. Spannungen zunehmen und Radikale an Popularität gewinnen. Wir müssen das verhindern. Wirklich kriegen wir... Warum haben wir... Weil wir zu wenig Waren produzieren. Ach so. Haben wir denn noch, was produzierst du? Du produzierst, dann lassen wir hierauf umsteigen, dann produzierst du nämlich auch Waren, dann haben wir genug. Und da müssen wir aber trotzdem mal anfangen, Vorsorge zu treiben. Aber, Thema Vorsorge, hier wird jetzt ordentlich Ware, die Material produziert, hier werden jetzt, oh, die verlassene Mine ist bald erschöpft, das ist nicht so gut, Fertigbauteile produziert. Du hast keinen Wärmebedarf mehr. Sehr schön. Du bist gleich expandiert. Und jetzt wollte ich ja hier einen subventionierten Wohnkomplex hinklatschen, damit 20 weitere Behausungen hier Platz finden. Dann haben wir hier 50 Behausungen und eine Leerkrankenhaus-Krankheitssenkung. Das ist natürlich der gesamte Wärmebedarf. Ist natürlich ein bisschen ein Problem. Das müssen wir mal noch gucken, dass wir das irgendwie lösen können. Wir können aber noch mal ganz kurz forschen. Und zwar... Hat das nicht geholfen? Wo ist denn... Wo ist denn die Erweiterung, dass wir diese besonderen Tiefenbohrmaschinen bauen können? Hm. Filtrationstürme, dass wir das Elend ein bisschen senken können, das wäre gut. Und ich finde, das klingt halt... Das Ding ist, ja, wir haben halt dann Arbeitskräftebedarf. Das ist natürlich so ein Problem. Aber das sinkt halt deutlich. Damit können wir, wenn wir ein Gebiet haben, wo wir ein großes Problem mit Elend haben, mit einem Mal die Hart senken, glaube ich. Ah ja. So. Das ist unerwartet. Was? Wer ist erschöpft? Valmine Außenposten? Wo ist Valmine Außenposten? Aber wir haben hier die Verbindung. Sehr schön. Guck mal. Sieht man da auch eine Verbindung? Sieht man auch die... Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Sieht man die auch? Die da lang... Das ist der Luftweg? Mhm. Durch den Pass gebaut. Muss ich jetzt hier aber eigentlich noch das anschließen irgendwie? Ich glaube nicht, ne? Wir brauchen mehr Waren hier. Oh Gott, wir brauchen hier deutlich mehr Waren. Ich mach mal... Wir versuchen mal, das hier ordentlich aufzufüllen, das Lager. So. Und hier haben wir Neu-London, müssen wir auch gleich uns nochmal um Nahrung kümmern. Und wir senden mal 75, damit wir diesen Start mal machen können. Dann habt ihr zu wenig, aber das ist okay. Dann haben wir das schon mal. Ein neuer Kraftstoff fließt. Vorfreude liegt in der Luft, als die erste Lieferung Öl nach New London geschickt wird. Die Vorstellung einer Zukunft, in der wir nicht frieren müssen, fühlt sich unwirklich an. Aber damit diese Vorstellung wahr wird, müssen wir den Generator umrüsten, um das schwarze Gold in Wärme umwandeln zu können. Das
kann nicht rückgängig gemacht werden. Unsere Zukunft hängt davon ab. Wir müssen entscheiden. Oh, das ist eine Frage. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!